Antenne alle vier. Und willkommen zurück. This was the place. The answers were right in front of me, buried among the ashes. There's gotta be something left. Und damit hallöchen ihr, der Nale 4, und willkommen zurück bei The Medium, wo es weitergeht, hier bei den Überbleibseln des Roten Hauses. Ja, das ist jetzt zu betreten und zu untersuchen gilt. Ich vermute mal, dass das Rote Haus ist. Ich weiß es nicht. Wird sich zeigen. Und ich hoffe, ich bin heute fitter unterwegs, was die Kombinationsfähigkeit angeht. Ich glaube nicht, aber wir schauen mal. So. Was haben wir denn hier? Warte mal. Na komm. You think you're tough? When you hear them squeal and you smell their bodies burning, you'll tell me everything. You'll beg me to listen. God. There were children inside. Was she? Was I? War sie? Marion etwa auch hier in diesem Haus drin? The spirit of this place. Okay, geht's nicht. Okay, geht's nicht weiter? Okay, das heißt. Andersweitig. Da hinten ist irgendwas. Hier ist noch was, ja genau. Benzinkanister. Goddamn freaks. You think you're so special? You'll burn just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that guy? Ja, das wüsste ich auch gern, wer der Typ ist und warum der das Feuer gelegt hat. Okay, was war hier? Okay, let's see who you really are, you fuck. Locked up tight, huh? You want to give it a go? Be my guest. Nah, this one's all yours. I'd like to think I'm more of the brains of the operation. Yeah, I got an idea. Why don't we... more of that? Yeah. Too, I guess. Right. What do we have here? Fuck. I knew he was trouble. Security service. That little shit. That's no way to talk about a government agent, comrade. Hä? Okay, es war Thomas. Aber wer ist der Typ? Wake up, comrade. Socialism ain't gonna build itself. Fuck. You don't know who you're messing with, kid. Oh, but I do. I've spent a lot of time getting to know you, Thomas.
In fact, you're kind of a pet project of mine. Oh, yeah? What's my Speedo size? Funny guy. Oh, I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What Makes Thomas Tick? So, the Nazis found you in Warsaw when you were, what, 3 years old? And they were gonna kill you, but they didn't. No, they saw your potential and wanted to harness it. But then, poof, the war's over. In comes the heroic Red Army, and they locked me up for years. Fucking savages. They do important scientific research. Find out what it is that makes you special. And what is that exactly? Ask your mom. You enjoy it, don't you? Hurting people like those scientists. What were you? 18? I saw the photographs. I know how to make a man hurt, but I gotta say, I was impressed. Stick around. I'll give you a live demonstration. And there you were. Free at last, but always on the run. And look at you, you almost made it. But you had to use this power of yours again. And on who? On your best friend, Richard. You had it coming. Yes. I know, you wanted revenge, I understand. I would do anything for my child, too. Whatever it takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Get some rest, Thomas. The next time you wake up, the real pain begins. Okay. Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. See yourself. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! Still in there, Thomas? Will you show me now? I will, comrade. Whatever it takes. Und ich habe die Befürchtung. Die Ahnung. Fucking finally. I thought he'd never give us a chance. Okay. Gotta move fast. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. I still got a chance to save them. Für den Weg, Henry aufzuhalten. Wer zum Fick ist Henry?
Wer war denn Henry hier mal? Okay, was ist der andere Typ, ne? Und ich habe so das Gefühl, ne, weil Thomas hatte ja Lily, ne? Aber die Rede war eben von zwei Kindern. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Marianne das zweite Kind ist. All work and no play, are you, Henry? All right. Let's see what makes you tick. Okay, im Inneren von Henry. Drücke Geisterkraft einzusetzen. No way across. Guess I'll just make my own. Okay, das ist cool. Okay, das ist nicht cool. Was kommt da jetzt für ein Viech? Okay, ich bin gespannt. Oh Gott, nee, echt jetzt? Okay, irgendein Hundi. Der innere Dämon von Henry. Ist ein Hundi. Ja, okay, mal gucken. Oh, aber will ich es wirklich wissen, hör mal. Pferd, ne? Auf diesen Aktenstapel oder was auch immer es alles sein soll. Okay. So, was haben wir hier? Ein Verhörraum. So wie es scheint. Da sitzt ein Kind. There you are. At least the part of you I'm after. Also Henry. Klein Henry? Okay, aber mehr ist sie nicht. Ist ja die Sache, was ihm auch widerfahren ist, ne, Henry? Weil bei Richard war es so, dass er von seinem Stiefvater schwer misshandelt worden ist, ne? So, was haben wir denn hier? Fallakte. Nummer 73523, Codename Metzger. Verdächtiger Jacob Wilk. Verdacht auf Diebstahl, Betrug, illegalen Handel. Ermittler Henry Wilk. Oberwachmeister. Okay, also ein Oberwachtmeister. Verdächtiger Jacob Wilk. Ermittler Henry Wilk. Okay, wahrscheinlich ein Bruder, Verwandte? Irgend sowas? Okay. Okay, was haben wir hier? Ein Tonband. Okay. Dass ich wahrscheinlich irgendwo hier, ne, und so einsetzen muss. So, haben wir hier noch was an der Seite? Ne, ne? Ich glaube nicht. Okay, dann gehen wir hier mal gucken. Abgeschlossen. So, okay. Da kann ich das benutzen. Push them button. Do you know why you're here? I'm not playing your games, Henry. Don't.
call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Punishable by death. Anything to say in your defense? I'm sorry, Henry. Okay. Vielleicht ist der Junge da der andere, ne? Und nicht Henry. Aber was symbolisiert denn das Monster, das hier rumläuft? Ich glaube, das ist... Ich vermute, es ist Henry. Henrys Monster. Ein angenehmer Run drauf hier. Boah, das Viech ist riesig. Aber er ist auch nicht mal allzu fit hier, ne? Auf dem Knochen, aber... Speicher mal bitte. Shit. Spiel, speicher bitte. Oh, die ganzen Schweinchen hier, ne? Links und rechts. Volles Schlachthaus. Nations. Stempel oder was? Lebensmittelmarken. Ausgegeben durch die Regierung der Volksrepublik Polen. Was haben wir denn da? 500 Gramm Fleisch, 600 Gramm Fleisch. Was? Meat with Bone, 700 Gramm, 300 Gramm. Reserve, Reserve, Meat, 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 okay. Ich finde es nach wie vor, ne? Ich finde die Atmosphäre, die Umgebung mega, mega, mega gut. Okay, da komme ich nicht durch. I know you. Been up. Come here! Shit! Where are you, boy? Oh, okay. Kann der sich ducken? Es geht hin und her und her und hin. Thank you.
Ja, ein Herz. I know you're here. You've been a very bad boy. Okay, ich muss, glaube ich, daneben dran, ne? Bad boy! Fuck! Ja, nu? Okay. Also bis jetzt noch nicht gestorben. Okay, es kommt immer so ein Dreier-Schritten. Okay, ich kann da mitgehen. Okay. Und Nüchen? Okay. Geht's da durch oder wie? Na, auf. Hoch damit. Oh, Junge, okay. Das ist die Sache, was nun, ne? Ich trau mich aber auch nicht zu rennen, ne? Weil ich nicht weiß, ob das sinnig ist hier. Oh, das macht er gut. Macht er super. Okay, gut. Ein Traum. So, was haben wir denn hier? Ein Messer. Okay, was mache ich mit dem Messer? Ich kann es nicht mitnehmen. Guck mal, da ist was. Okay, hier kann ich mich aufladen. Und nu? Oh, Spielspeicher mal bitte. Ich habe so ein ungutes Gefühl, hör mal. Wart nur.
Oh, das gefällt mir gar nicht. Aber passiert doch gleich was, ne? Okay, ich kann jetzt die Tür da unten öffnen. Habe ich das Gefühl, ich muss gleich rennen. Bin ich ja wieder hier. Good. That's good. See how easy it is when you do as you're told. Okay, gut, ja, ist in Ordnung, ist okay. Ich glaube, ich kann da nicht durch, ne, oder? Nein. Oh, Junge. Oh, okay. Was jetzt? Oh, es war es. AB-Nummer 891221. ID war ausgestellt. 28.07.1979. Gültig bis 31.12.1990. Innenministerium. Henry Wilk, Agent des Sicherheitsdienstes. Okay, kann ich aber nichts finden. Okay. Also ein Agent. So, was ist hier? Patriotismus stärker als Blut. Man wird nicht oft Zeuge vom Patriotismus, wie er in den vergangenen Wochen von Oberwachmeister Henry Wilk an den Tag gelegt wurde. Als einfacher Beamter der Bürgerpolizei zeigte Wilk sein Engagement für den Aufbau einer gerechten Zukunft der Volksrepublik, indem er sich den kriminellen Machenschaften seiner Verwandtschaft verweigerte. Okay. Seine heikle Untersuchung in Sachen des inzwischen berüchtigten Fleischskandals führte zu einer Reihe von Verhaftungen, darunter auch Jacob Wilk, Henrys eigenem Vater. Zu den Unregelmäßigkeiten, die von Wilk aufgedeckt wurden, gehörten Korruption sowie Diebstahl von hochwertigen Fleischprodukten und deren Ersatz durch minderwertige. Neben Jacob Wilk wurden zahlreiche weitere Täter festgenommen, darunter 4 Direktoren des staatlichen Fleischhandels und mehrere Geschäftsführer. Der Prozess soll am kommenden Donnerstag beginnen und wenn die Angeklagten ihre Verbrechen für schuldig befunden werden, droht ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Galgen. Auf Nachfrage um einen Kommentar antwortete Henry Wilk einfach: Ich tat nur, was sich gerecht anfühlte. Wahrhaftig die Worte eines Patrioten. Okay, was denn jetzt für ein Fleischskandal? So, hä? Den check ich jetzt nicht, oder, ne? Es ist. Hä? Was hat denn das jetzt hier mit Marianne so zu tun? You want me to feel sorry for you, Henry? Let's see how that works out. Okay. Okay, noch ein Turmband. Wilk, is it? Henry Wilk? What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want?
I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick. See their potential. Agreed. On one condition. Huh? The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Welcome to the family. Okay. Ich check's gerade nicht. Ich habe keinen Plan, was das jetzt mit den anderen Ereignissen zu tun hat. Da steige ich halt echt nicht durch. Hoch. Okay, mal gucken. Vielleicht finde ich ja noch mehr Hinweise. Das Schweinchen ist immer noch hier unterwegs, ne? Geräuschkulisse auch, ne? Ist ein Traum. Ist es echt ein Traum? Okay. Spezialauftrag für Major Henry Wilk. Eine Zielperson wurde im Niva-Volksresort bei Krakau gefunden. Örtliche Ermittler hatten über einen seltsamen Fall berichtet, in dem der Maler vertraulich verwickelt war. Die Person wurde lebend aufgefunden, allerdings in einem vegetativen Zustand. Es wurde der Verdacht auf ein Verbrechen geäußert, aber die Untersuchung ergab kein Anzeichen eines Hirntraumas. Mögliche Verbindung zum Gemini-Fall. Mehr Informationen in den vertraulich Akten. Alles muss sauber bleiben und leise. Dafür wurden sie ausgebildet. Anmerkung: Ich empfehle dringend, dass Sie sich mit den Notizen der sowjetischen Wissenschaftler vertraut machen, in deren Besitz wir während vertraulich im Jahr 1950 gekommen sind. Ihnen wurde Zugriff auf den Archiveintrag Nummer 1138 gewährt. Das ist nur für Ihre Augen bestimmt, Wilk. Machen Sie das Beste draus. Melden Sie sich zu weiteren Einweisungen beim Sachbearbeiter. Der Gemini-Fall. Ich vermute mal, dass Sie auf den... auf diese Gabe von Thomas, ne? Dass Sie das unter Gemini abgespeichert haben. What's this? Testsubjekt. Komm, nein, nein, da, lesen, Mann. So, auf. Sitzung 42. Das Subjekt manifestiert weiterhin starke übernatürliche Kräfte. Er behauptet, dass ein anderer vertraulich mit ihm spricht und Visionen zeigt. Arbeitstheorie, vermutete Verbindung zu vertraulich, möglicherweise das Resultat einer Nahtoderfahrung. Weitere Tests sind notwendig, um diese Split-Theorie zu bestätigen. Okay.
Mädchen sind noch am Start. So, Spiel. Speichern. Wunderbar. Fuck. Weird, okay. Was haben wir hier? Sitzung 43. Die heutige Sitzung wurde wegen eines Zwischenfalls in der Testkammer vorzeitig abgebrochen. Während der Verabreichung der verschriebenen Substanzen kam der leitende Wissenschaftler Dr. in Haut-zu-Haut-Kontakt mit der Versuchsperson. Dr. vertraulich, wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Obwohl er keine Anzeichen eines psychischen Traumas zeigte, verfiel er in einen vegetativen Zustand, von dem er sich bis dato nicht erholt hat. Weitere Sitzungen wurden auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Warte mal, ist das dieser Doktor, von dem ja auch schon die... Scheiße, die Rede war? Rakovic oder wie der hieß? Ist der damit gemeint? Und dessen Tochter ja auch unten im Keller irgendwie war, ne? Ja, nee, ist gut, okay. Oh, Junge. Das Viech wird aggressiver. Okay, Sitzung 44. Erinnerung für die heute stattfindende Sitzung. Trotz der erhöhten Dosis bleibt das Subjekt extrem gefährlich und muss für die Dauer des Tests sowohl körperlich als auch geistig eingeschränkt werden. Es gelten höchste Sicherheitsmaßnahmen. Okay, es wird immer krasser. Wegschmeißen hier vorne. Shit, not good. Not good. Hope it fucking hurt. Ich glaube nicht, dass es fies tot ist, ne? Er rennt schon schneller. Oh, diese Balance-Dinger, ne? Ich hör mal, gib aufs Maul. Not in a good way. Can't get me up here, can you? Ja, ja, halt die Schnüsse, der kommt hoch, ey. Das glaubst du aber. There. Got you right where I wanted. Time to put you out of your misery. Stay the fuck down! Okay. Weiter geht's.
Was haben wir hier? Mom, Daddy und ich. Mama, Papa und ich. Vater geht's nicht gut. Wer ist ich? Wer sitzt da am Rollstuhl? Wer ist denn das? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. I'm going away tonight. Business trip. Short notice. Couldn't be helped. Why don't you say goodbye to him? I'm not sure if that's a good idea. I have work on my mind. I see. And again, maybe I should. Do you think I should? Whatever you wish, dear. Simon, where are you, boy? Sagen wir was anderes? Nee, ne? Okay. Dad? Hey there, champ. Aren't you going away again? Daddy has to go to work. Once I get back, we can go fishing. You'd like that, wouldn't you? I said, Wilk, and so on. I don't like it when you go. I know, but sometimes Daddy needs to work. It's good for all of us. You understand, don't you? Es ist so cool. Oh, es ist so gut gemacht, ne? Oh, so eine Level-Design, mega. Mega, mega gut. Put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. Yeah. What did you say? Ich wusste doch. Hab ich's doch gewusst.
Okay. Oh, Junge. Okay. Aber jetzt erinnert sie sich wohl, ne? I remember. Ja. It's him. It was always him. To her. What did you do to Lillian? I was already dead. Your father made sure of that. It up once and for all. Thomas Rekovich. My father. Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? To me. Okay. Oh.
ich war mal gespannt. Entdecke die Geheimnisse von Thomas zu Hause. Und was genau es da zu finden gilt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.